Der Thronsaal. Der Ja. Thronsaal wurde erstellt von Das weiß ich gar nicht. Matthias Mannewitz. Oh, echt? Ja. Ah. Das Sehr, ist sehr ja schön was, ja. geworden. Krass. Ja, hat eine tolle Stimmung. Auf jeden Fall. Und den gibt es ja auch in zwei Versionen. Das zweite, das seht ihr erst später. Da wird spannend. Hier ist noch alles in Ordnung. Ja, wieder ein paar kleine. Das ist eigentlich das Schöne an Whispered World ist, dass die Räume so aussehen, als wären sie aus rein ästhetischen Aspekten entstanden. Und dann verstecken sich da doch ganz viele kleine Rätsel drin. Und das sieht man auf den ersten Blick immer gar nicht. Aber hier sind echt ein paar sehr, sehr schöne Sachen drin. Ja, versteckt. Ein paar schöne kleine Kopfnüsse. Ich schweige. Und ich schäme mich ein wenig. Ja, Minigames, die nicht lösbar sind, sind natürlich eine Spezialität. Es ist, ich gebe zu, es ist möglicherweise ein bisschen zu schwierig an dieser späten. Man möchte ja wissen, wie es weitergeht und so weiter. Aber ich mag solche kleinen Spielereien. Ich mag sie einfach. Und ja, gerade dadurch, dass dieses Rätsel gar nicht so einfach ohne weiteres lösbar ist, finde ich, hat es immer noch so eine kleine Ecke. Das königliche Blau. Ist natürlich. Es ist okay. Ich fand es eigentlich gar nicht so schwer. Bei Schieberätseln ist halt immer das Problem, wenn man, man kann ganz, ganz, ganz schnell auf das Ergebnis kommen oder man sitzt ewig dran. Oder man geht irgendwie doch ein bisschen nachdenkender dran, aber. Schieberätsel, Schieberätsel. Man weiß ja auch nicht genau, wie das Symbol aussehen soll, obwohl wir haben es im nachträglich noch Wir irgendwo haben es nach nachträglich noch. draußen rangemalt, weil wir gemerkt haben, die Leute haben ja gar keine Ahnung, wie das Original aussieht. Gut, es sollte eigentlich ein einfaches Muster Symbol sein, auch sein, das habe ich genau. verbrochen. Ich muss mich ganz doll dafür entschuldigen, So macht das aber. dieser ganze andere Rätselkomplex mit den Farben auch nur noch eingeschränkt sind. Aber es ist trotzdem okay. Im Endeffekt haben wir es ja alles hinbekommen. Aber man kann es spielen. Ja. Und ja, ich finde, das sieht auch eigentlich ganz gut aus. Und jetzt kann man es sogar überspringen, falls Genau. ihr keinen Bock drauf habt. Also ich würde es spielen, aber wenn ihr es überspringt, dann heißt das nicht gleich, dass ihr Schwächlinge seid oder so. Nein, nein. Nur ein bisschen. Oh, den Raum mag ich auch sehr, sehr gerne. Auch wenn das Rätsel mit den Umlenkrollen, die man nicht im Bild sieht, glaube ich, ein bisschen erklärungsbedürftig war. Gab es hier einfach sehr, sehr viele lustige Ideen, die halt irgendwie auch wieder alle auf sehr engem Raum und schön ineinander griffen. Und natürlich im Vordergrund, das allererste, was mir natürlich einfällt, wenn ich diesen Screen sehe, ist, dass wir hier Spot am übelsten mitgespielt haben. Und wie er immer noch grinst bei der entsprechenden Animation, das ist das Allerschönste. Ich glaube, auf die Idee kam man ein bisschen durch die Leuchttische im Zimmer, oder? Ja, das kann schon sein. Keine Ahnung, warum. Diese Leuchttische und diese Folterbank, das sind halt irgendwie in unseren Gedanken ein bisschen. Ja, da hätte wahrscheinlich ein Psychologe auch eine gute Zeit, das mal durchzuanalysieren. Ja, aber Spot lässt ja alles mit sich machen, wie so ein guter Animator eben. Ja, außerdem ist natürlich auch hier das Zusammenspiel zwischen Cedric und Bobby wieder ganz entzückend. Und dann nochmal Gorny an der Tür. Macht da nicht so einen Lärm da drinnen. War sehr schön. Oder passiert das erst später in der Tischordnung? Nee, das passiert hier schon, Das ne? passiert hier schon, ja. Ja.
Ja, es ist passiert. Jetzt wird es richtig duster. Nein! Sagt der gute Thomas Fitschen, der übrigens auch Dr. Marcel in Ätnerbricht ausgesprochen hat. Und Captain Seagull in Deponia, der ist einer unserer Lieblingsbösewichte, sage ich jetzt mal hier. In diesem Fall ist das ja nur so halb wahr. Aber er kann halt einfach so schön böse klingen, und unglaublich mächtiges Organ. Und dann hat Periscope dann noch diesen fiesen Spracheffekt drunter gemischt. Hier bei Whispered World haben wir auch noch sehr viel von den Soundeffekten wurden halt eben nicht aus einer Library genommen, was halt so der Standard ist, sondern wurden tatsächlich neu aufgenommen mit unterschiedlichen Instrumentarien und Gegenständen und so. Foley nennt sich diese hohe Kunst des Geräuschemachens. Für dieses Planetenmodell in der Mitte und die aufwendige Animation, da haben sie halt irgendwie in so einer Messingschüssel mit so einer Art, wie heißt das, Mörser oder so, haben sie da drin rumgerührt, so, um dieses schleifende Geräusch zu erzeugen. Da durfte ich zufällig Zeuge sein. Oh, sowas ist super. Sowas finde ich bei so Live-Hörspielen oder sowas immer sehr geil. Ja, genau. Da haben die schon viel sich einfallen lassen. Aber wir dürfen gar nicht zu viel reden, weil jetzt wird es ja so richtig spannend. Dann müssen wir mal die Klappe halten. Das prunkvolle Schloss ihrer königlichen Majestät. Und keine Menschenseele da, um uns aufzuhalten. Alles steht still. Es geht doch nichts über den Geschmack stehender Luft. Komm mit, Gorny. Ich will meinen Thron beziehen. Ja, ich finde diese Situation sehr spannend. Also, nochmal hier vor die Tür treten zu dürfen, da nochmal mit Gorny auseinandersetzen, mit dem Flugmonster. Nee, guck mal, jetzt sehen wir es übrigens. Hier bei unserem Screenshot, den wir hier haben, sehen wir, per Mouse Over gibt es halt auch keinen Namen für das Flugmonster, das hier einfach per Mouse Over nur Flugmonster heißt. Interessant, vielleicht taucht doch nochmal irgendwo im Text der Name auf. Wenn der nirgendwo auftaucht, dann könnt ihr natürlich jetzt die Chance nutzen und dem Tier einen Namen geben, indem ihr den Namen, den ihr euch ausdenkt für dieses Tier, auf einen Zettel schreibt und den eurer Katze oder wahlweise eurem Hamster um den Hals bindet und dann die Katze aus dem Haus scheucht oder den Hamster halt. Der läuft dann zu uns. Katze oder der Hamster, und wir nehmen den Zettel und dann werden wir das nachträglich in allen Spielversionen ändern. So, wenn die Katze oder der Hamster nicht bei uns ankommt, also wenn das nicht geändert wird, dann wisst ihr halt automatisch so, oh, schade, leider wurde unsere Katze jetzt vom Lastwagen überfahren oder der Hamster halt irgendwie ist in Gully gefallen. Das wäre natürlich schade. Aber in allen anderen Fällen ändern wir das natürlich.